Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play World of Warcraft. Da sind wir wieder und dieses Mal würde ich sagen, machen wir hier mal Level 20 voll, also Level 19 voll, damit wir Level 20 erreichen und dann endlich mal reiten lernen. Das ist sowas, da freue ich mich jetzt schon die ganze Zeit drauf. Denn das erleichtert uns einiges, wirklich einiges. So, schauen wir mal, wir haben hier noch eine Quest zum Abgeben. Die haben wir beim letzten Mal noch gar nicht hier fertig gemacht. Nee, es sind sogar zwei Quests zum Abgeben. Ja, das war der Heldenaufruf zum Dämmerwald schon. Wir können dann wohl zum Dämmerwald. So, was wollten wir hier? Hier nehmen wir den Schädel da. Das ist irgendein Schildhand-Item gewesen. Das kann man gut verticken. Und der Knabe darf bitte jetzt auch noch sein Ding hier abgeben. So. Alles klar. Ich würde sagen, wir nehmen dann aber auch die Quest zum Dämmerwald an. Und ja, schauen dann gleich mal da runter. Was haben wir denn jetzt hier so Tolles? Der Gnomkorder. Mit Magistrat Salomons Gnomkorder ausgerüstet. Oh, klingt ja schon mal sehr speziell. Ja, der Dämmerwald befindet sich etwas südlich von hier. Also entweder über Wald von Elevin zu erreichen oder halt hier über das Rotkammgebirge, wo wir uns jetzt halt momentan befinden, wenn wir diesen Weg da runterlaufen. Und genau das werden wir jetzt tun. Wir nehmen da halt mal ein bisschen Speed auf. Und dann geht's los, die wilde Luzi, würde ich sagen. Ja, es sind ja nicht mehr viele Quests, also es sind jetzt... sag ich mal, drei Quests oder so. Noch nicht mal zwei Quests, die wir abgeben müssten. Dann hätten wir das Level up locker. Mal schauen, wie viele Mobs wir da verklatschen müssen. Ich kann auch einfach mal hier nochmal so ein Schwein unboxen. Ich hasse es. Es laggt einfach schon wieder wie Hölle. Ganz schlimm. Aber heute liegt es, glaube ich, an meinem Internet. Heute will nämlich mein Internet schon gar nicht das machen, was ich will. Will keine Seiten laden. Es spackt einfach nur komplett rum. Ich hasse dich, Internet. Ich hasse dich. Immer wenn man dich mal braucht, ist auf dich kein Verlass. Ja. So, haben wir jetzt im Inventar haben wir, glaube ich, jetzt nichts mehr. Wir haben jetzt gerade eben hier so einen schnieken Gürtel bekommen. Das war der hier, glaube ich. Ja, der ist aber total sinnlos für uns. Brauchen wir gar nicht anlegen. Genau, wir bewegen uns ja schleichend fort, weil wir im Schleichen ja eh schneller sind. Haben wir ja gelernt. So, und jetzt diesen Weg müssen wir da runter führen nach... zum Dämmerwald. Führen nach Dämmerwald, Alter. Mein Deutsch ist manchmal so der Hammer. Ich bin manchmal echt unfassbar, was das angeht. Da strotze ich nur so vor Intelligenz. Deutsche Sprache nix, nee. So, Tarantel hauen wir auch einfach mal nur um. Ja, Gott. Also ich glaube, oder zumindest hoffe ich, dass ihr nicht das seht, was ich sehe. Oder dass ihr es so verzögert seht, wie ich es sehe. In den, also wenn ich die Dateien fertig gerendert habe, sieht es eigentlich immer einigermaßen okay aus. Das hier, was bei mir gerade zu sehen ist, ist der reinste Scheiß. Ich habe bestimmt nur FPS von 8, 9 oder so. Ja, da, 9 FPS. Das ist doch ein Witz. Und sowieso, ich hab moment... Alter, mir laufen immer nur Hordler über den Weg. Was denn, ein Schurke? Der ist aber erst Level... Na, wie, welchen Level wird der sein? Paar 30? 20, 30? Nee, paar 30. Irgendwas 30 plus. Sonst hätte ich sein Level erkennen können. Levelbereiche kann man nämlich nur erkennen, wenn man halt über dem Level drüber ist des anderen oder halt ja, in seinem annähernden Bereich. Hier haben wir jetzt Mobs Level 20, das ist schon mal sehr gut. Und trotzdem stirbt so ein Dämmerwolf. Terrorwolf. Entschuldigung, ein Terrorwolf. Ziemlich direkt. Können wir nicht Kirschnern, weil Kirschnerei Skill 100 hier schon gebraucht würde. Ey, wir sind da so einiges hinterher, was das Farmen angeht. Egal. Wir geben weiter Gummi.
Denn ich will ja meinen Mount haben. Ich möchte gern ein cooles Mount reiten. Ja, man weiß jetzt aber auch, warum das hier Dämmerwald heißt. Denn es dämmert sehr. Oh. Früher gab es übrigens hier im Dämmerwald, wo diese große Kuhle hier ist, da gibt es halt eigentlich immer noch ein Portal zum smaragdgrünen Traum, soweit ich weiß. Und dort war früher einmal einer der Weltbosse davor, ein Drache, der ihn bewacht hat, ein Smaragddrache war das. Die haben es aber irgendwann aus dem Spiel genommen. Gott weiß warum. Ich habe keine Ahnung, ich habe das da also geschichtlich nicht mitbekommen, warum sie es... Also ich glaube, das hatte geschichtlich gar keinen Hintergrund, dass sie die rausgenommen hatten, sondern einfach haben sie die Weltbosse in dieser Hinsicht hier in der alten Welt abgeschafft. Was ich echt, echt schade fand. Also es gibt noch... Ich glaube mal, mich zu erinnern, dass so ein Video noch existiert zu meinen Anfängen, als ich angefangen habe zu spielen. Als ich damals Level... schlag mich tot, gerade Level 70 war oder so und wir so einen Weltboss machen wollten. Als ich da mit zwei anderen Kumpels im Dreimann-Kamikaze-Stil in den Drachen reingerannt bin. Ja, und ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Hits ausgehalten und dann bin ich umgekippt. Dann war der Kampf vorbei für mich. Und ich war damals einer der Tanks. Das war schon sehr amüsant. So, jetzt sind wir hier angekommen und hier leckt es jetzt urplötzlich schon viel weniger. Aber hier fehlt ein Brunnen. Guck mal, ich kann gegen den Brunnen laufen. Yay, ich kann nicht hochspringen. Scheiße. Super. Ach, da ist mein Questgeber. Da fliegt jemand mit dem Frostbrutbezwinger. Sehr schön. Quest abgeben. Ach, fast Level up hier. Komm, nehmen wir hier eine Quest an und dann gehen wir da rein und nehmen da noch eine Quest an. Und dann können wir endlich nach Sturmwind zurückkehren. Wolfskebab und schwärzliche Krebsküchlein. Das ist das, was wir hier besorgen sollen für den guten Koch. Den Restaurantfachmann. So, hier steht nur ein 90er Magier rum. Der geht mir nochmal gerade am Arsch vorbei. Wir wollen zurück, da müssen wir da hoch. Da oben würden wir die Wölfe finden angeblich. Also schauen wir doch mal nach. So einen Terrorwolf haben wir ja vorhin schon umgeklatscht. Der war ja schon auf dem Weg hierher. Ich denke, hier oben gibt es mehr von denen. Hey, da hinten steht jemand. Ein 22 Mönch. Ein 22-jähriger, leveliger Mönch. Auf einem Widder, wie es ausschaut. Nein, Quatsch. Es steht einfach nur da. Sah von weitem irgendwie aus wie ein Widder. Okay. So, hier, Terrorwolf. Dich muss ich umboxen. Ach, dann sieh mich halt. Mal ehrlich. Er hat mich gewittert. So, Wolfsfleisch hab ich. Da haben wir so eine Spinne. Zack, Spinne. Ich verstehe zwar nicht, wie man eine Spinne in den Kopfnuss verpassen kann. Aber okay. Naja, ist ja groß genug, die Spinne. Hat zwar nur einen ziemlich kleinen Schädel. Aber okay. Gut, ich verpasse ja eine Kopfnuss auch nicht mit meiner Hand, sondern irgendwie immer mit der Waffe, was schon sehr suspekt ist. Oh, ein bisschen beklauen. Ach, ich merke gerade, ich habe gar kein Gift auf meinen Waffen. Können wir mal gerade noch drauf machen. So. Ach, ein Stinktier, wie süß. Da war es eins. So, da unten haben wir eine Spinne. Komm schon, Spinny. Es fehlt jetzt noch ein Mob hier. Dich hauen wir um und dann haben wir unser Level 20. Jawoll! Hey, und die Achievements backen auch ein bisschen rum. Okay. Ich habe meine Achievements bekommen. Und ich habe auch die wilde Hatz gelernt. Alter, kriegt man das? Muss man da jetzt mittlerweile nicht mehr zum Lehrer? Wilde Hatz. Das heißt, da ich ein Walk bin, brauche ich eigentlich kein Reittier, sondern kann mich selber schneller bewegen. Jetzt laufe ich halt schon bedeutend schneller als vorher. In meiner Walkengestalt, so quasi, eigentlich auf 4 Pfoten. Ist halt eigentlich so das bevorzugteste Reittier für den Walk. Aber weil ich so cool bin, will ich keinen Walk haben, sondern will eins meiner coolen vielen Reittiere benutzen, die ich euch jetzt mal zeigen werde. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen abseits hinstellen, damit wir da nicht unterbrochen werden gleich mal.
Moment mal, ich wollte da mal schauen, was habe ich denn hier? Verkrüppelndes Gift. Ach. Das ist ein anderes Gift, das wir drauf tun können auf unsere Waffen. Brauchen wir jetzt aber nicht. Ist jetzt relativ irrelevant. Und zwar stellen wir uns jetzt mal, sag ich mal, hier hin. Und da werde ich jetzt mal ein paar Mounts präsentieren. So, dafür werde ich jetzt ein bisschen ranzoomen. Und dann werdet ihr mal, ihr könnt ja mal so in die Kommentare schreiben, falls einer Bock hat, was für Reittiere ich so in den nächsten Folgen mal so benutzen soll, falls euch irgendwas speziell gefällt. Schauen wir doch mal, was ich alles so habe. Also ich hätte so einen abyssischen Seepferdchen, das kann man aber leider nur unter Wasser reiten, also fällt das schon mal raus. Ein Albino-Drache fällt ebenso raus, weil es noch ein Flugreittier ist. Wobei, kann man die zum Reiten? Ich glaube nicht, dass man die zum Reiten benutzt. Nee, braucht man jetzt die Fluglizenz erst. Genau. Aber hier, ich hätte einen azurblauen Reitkranich, auf dem ich reiten könnte. Das wäre zum Beispiel, das sind Mounts von einem, welchem Volk war das noch? Das war von irgendeinem Volk, das man freischalten konnte, von einer Ruffraktion. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche das war. Hier hätten wir Azurwolkenschlange, kann ich aber auch nur reiten, wenn ich halt fliegen kann. Hier hätten wir blaue Drachenschildkröten, die Mounts der Pandaren, die sich bei der Mount Special Aktion immer in den Panzer zurückziehen. Sieht halt so im Gang aus. Sind, naja, etwas fett und etwas klumpig. Ich suche mal hier ein kleines Stück raus, so. Denn da ist diese Leiste hier ist im Weg. Schiebe ich mal ein bisschen rüber. Dann hätten wir hier die blaue Kirai-Panzerdrohne. Kann man leider hier nicht reiten, sondern nur in Ankirai. Aber ich kann euch nachher noch überraschen. Hier haben wir einen blauen Drachenfalken. Kann ich leider nicht reiten. Blauer Protodrache. Kann ich hier leider nicht reiten. Blauer Reitdrache. Kann ich hier jetzt auch nicht reiten. Ich kann hier eigentlich gar nichts reiten. Blauer Reitnetarochen. Ein blauer Roboschreiter würde gehen. Roboschreiter gibt es in der schlichten Variante wie diesen hier. Oder auch später noch in der Turbo-Fassung, die zeige ich euch dann auch gleich. Einen blutgebadeten Frostbrutbezwinger hätte ich. Eine braune Schildkröte, dieselbe wie vorhin, nur andere Farbe. Ich habe hier eine Reitziege. Falls Interesse an einer Reitziege besteht. Sieht sehr ulkig aus, einen Walk auf so einer hässlichen Reitziege. Wir hätten hier Elex. Elex gibt es so und auch noch später mit Rüstung. Ich finde die mit Rüstung halt natürlich viel, viel cooler. Wir haben hier Reitteil-Bugs. Achso, Elex, das sind übrigens hier die Reittiere der Trainer, hier muss man mal dazu sagen. Die Ziege war auch so eins von einer Ruffraktion. Die Kriegsteil-Bugs sind auch eine Ruffraktion. Mount-Zugehörige, ja, wie auch immer. Der Widder gehört den Zwergen. Die Zwerge haben halt die Widder als Reittiere. Pferde, natürlich zu den Menschen. Passt eigentlich so am besten, am einfachsten. Wir haben das braune Reitkamel. Kamel, wieder eine Ruffraktion. Damals zu Cataclysm erschienen. Hier haben wir einen bronzenen Reitdrachen. Einen dunklen Phönix. Einen eisenbeschlagenen Protodrachen. Wir haben hier einen Eismammut. Richtig fettes Teil. Passt man durch keine Tür mehr mit diesem Ding. Wir haben hier einen fliegenden Teppich, den ich leider nur als Schneider reiten kann. Wir haben einen fossilen Raptor, ein Mount der Archäologie. Den könnte man natürlich auch reiten, wenn man wollte. Wir hätten hier einen Frostsäbler aus Winterquell. Frostsäbler sind eigentlich die Tiere aus der Nachtelfen natürlich. Aber dieser Winterquell-Säbler ist nochmal eine extra Säbler, denn für den musste man lange, lange Ruf farmen. Bei den irgendeiner Fraktion in Winterquell, schlag mich tot, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen. Nachtsäbler-Ausbilder, glaube ich, hießen sie einfach nur. War lange und mühsame Arbeit. Dann haben wir noch einen gefleckten Nachtsäbler, das sind die ganz normalen Mounts. Wir hätten hier nochmal so eine gelbe Drohne, kann man aber auch hier nicht reiten. Wir hätten hier so einen gepanzerten Braunbären. Wir haben einen gestreiften Dämmersäbler, einen gestreiften Frostsäbler, einen gestreiften Nachtsäbler. Wir haben einen goldenen Greif. Den könnte man jetzt hier schon reiten. Nur als Reitmount.
So wie unsere Flugmons aussehen, halt nur ohne Rüstung, hätten wir hier diesen Greifen. Wir haben den goldenen Reitkranich. Wir haben den Goldkönig, das Gildenmount. Sieht man jetzt hier ohne Flagge. Ich weiß nicht, ob die Flagge angezeigt wird. Ne, er müsste normalerweise... Ah ja, da ist sie. Da ist nur jetzt das Allianz-Logo drauf, weil ich jetzt keine Gilde habe. Ansonsten wäre das Gildenwappen drauf. Ja, finde ich aber doof, dass halt die ganze Zeit dieses Wappen da ist und dass man das nicht wegmachen kann. Wir haben hier eine Goldwolkenschlange. Einen grauen Elig. Einen grauen wieder. Eine große blaue Drachenschildkröte. Eine große braune. Eine große grüne. Das sind halt die schnellere Variation. Ich weiß nicht, wie die jetzt vorhin gezeigt hatte. Mit hinten so Trommel und Bompel drauf und so. Etwas pompöser halt und mit Nasenring natürlich. Gibt's dann auch noch in Purpur, in Rot. In Rot sieht sie vor allem geil aus. In Rot, finde ich, hat sie Style. Sieht ein bisschen teuflisch aus. So, was haben wir noch? Hier haben wir jetzt so einen großen blauen Elig mit Rüstung. Das sind halt die schnelle Variante der ganzen. Macht momentan aber jetzt nichts mehr aus. Also mittlerweile kann man auch die größeren Mounts bei niedriger Geschwindigkeit benutzen. Früher konnte man die großen Mounts nur zur großen Geschwindigkeit benutzen. Da hat halt das Mount selbst das Tempo vorgegeben. Jetzt mittlerweile ist das Tempo egal, ist das Tempo halt einheitlich angebracht für jedes Mount. So, ich habe hier einen großen Braufest-Kodo. Da liegt die Besonderheit nämlich, denn Kodo ist das Reittier der Tauren. Und die Tauren sind ja bekanntlich ein Volk der Horde. Und das gab es zum Braufest. Das ist sowas wie das Oktoberfest. Da war so ein Event und da konnte man den mit Glück bekommen. Ich habe ihn bekommen und ich freue mich darüber, dass ich den habe. Hier gibt's noch mal ein Elek in Grün und in Lila. Ein großes schwarzes Kriegsmammut, eine grüne Drachenschildkröte, eine grüne Panzerdrohne, grüner Brododrache, grüner Reitnitterrochen, grüner Oboschreiter, ein hellbraunes Kamel, ein Hypogreif. Und jetzt, da muss ich ehrlich sagen, mein absolutes Lieblingsmount von meinem Main. Reite ich immer, das ist noch wirklich mein absoluter Favorit, ein Mount, das man mit Juwelenschleifen herstellen kann. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie Battle Cat von He-Man, falls das noch irgendwer kennt. Das Geile an dieser Katze ist, sie kann einfach fliegen. Das ist für mich auch ein Highlight. Benutze ich als Flugmount, als Reitmount einfach immer. Oder in den meisten Fällen. Hier haben wir noch eine Jadewolkenschlange, einen Kaiserquilen, den kann ich auch mal zeigen. Eigentlich auch ein Flugmount. Hier sieht man, dass die Flügel rauskommen, wenn man dieses Mount Special macht. Kann man jetzt hier halt so zum Reiten benutzen. Kam damals auch mit Mist of Pandaria ist es erschienen. Oder kurz vor Mist of Pandaria. Hier hätten wir einen Kampfbär der Armani. Damals aus einem Zeitevent aus Zul Aman. War auch hart erarbeitet eigentlich. Also es ging. Das hat halt nicht jeder bekommen, sondern immer nur einer aus der Gruppe und man musste halt das Ganze in einer gewissen Zeit schaffen. So, hier ein normales Pferd, hier nochmal Reitteilbuchs, ein königlicher Reitkranich, ein lila Elig, ein lila Reitnäterrochen, ein purpurner Drachenschildkröte, eine Purpurwolkenschlange und jetzt hier wieder so ein besonderes Mount, bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, der Rabenfürst. Der Rabenfürst, ein Boss-Drop aus einer damaligen Burning Crusade, heroischen Instanz, mit einer sehr, sehr niedrigen Strop-Chance und ich bin da ein paar Mal reingelaufen und hab den dann mal irgendwann bekommen und ich war super glücklich auch. Ist auch noch ein Mount, das ich wirklich sehr gerne und sehr oft noch benutze, neben meinem Panda. So, wir haben hier nochmal einen Rappen, das sind jetzt zum Beispiel die größeren Mounts der Roboschreiter, die Tomo-Dinger hier. Ein Roboschreiter aus Gnomerigan mit einer komischen pinkenden Farbe, wie man hier sieht. Dann haben wir hier das Ross des kopflosen Reiters. Das ist auch wieder ein Halloween-Event gewesen, wo man dieses Mount gewinnen so bekommen konnte in einer Instanz. Habe ich natürlich auch. Ich habe so ziemlich viele Event-Mounts, muss man mal so sagen. Oder generell viele Mounts. Einen rostigen Protodrachen. Eine rote Drachenschildkröte. Einen roten Drachen. Ein roter Protodrache. Roter Reitnäterrochen, ein roter Oboschreiter, ein Schecke, ein schneller blauer Greif, ein Braufest-Kodo, ebenso wie, ebenso wie der Kodo auch hier, kann dieser wieder von der Horde geritten werden, was dann wiederum das Gegenstück halt zum Kodo wäre. Dann hätten wir hier einen schnellen Braun wieder, einen schnellen Frostsäbler, ein schneller gelber Oboschreiter, schneller grauer wieder, schneller grüner Greif,
Schneller grüner Roboschreiter, Mondsäbler, ein schneller Palomino. Zeige ich jetzt auch mal hier das Pferd mit Rüstung hier angelegt. Dann hätten wir hier noch einen pupunen Greif, einen schnellen roten Greif, schneller Schattensäbler, schneller Sturmsäbler, ein schneller Violetter wieder. Ein schneller weißer Roboschreiter, schneller weißer Widder, ein schnelles braunes Ross, ein schnelles graues Ross. Schnelles graues Ross übrigens ein Mount, glaube ich, das man extra damals noch bei der Allianz bei den Ritterturnieren sowas, also das war, schlag mich tot, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Das musste man auch extra erfarmen, auf jeden Fall, das weiß ich noch. Hier noch eine schwarze Drachenschildkröte, schwarze Reitziege. Schwarzer Greif, ein schwarzer Kriegsbär, ein schwarzer Kriegselek, ein schwarzer Kriegstiger. Ich habe die auch noch gar nicht gezeigt hier. So sehen die aus mit Rüstung. Dann haben wir hier schwarzer Kriegswidder, ein schwarzer Reitdrache. Auch übrigens ein Boss-Drop, mittlerweile aber echt doch öfter zu sehen. Ein schwarzer Schlachtenschreiter, ein schwarzes Kriegsmammut. Da gibt es auch einen Unterschied. Ich habe das große schwarze Kriegsmammut. Das hat nämlich sogar noch zwei Sitze an der Seite, wo man noch Leute mitnehmen kann. Auch sehr, sehr cool. Schwarze Schlachtraus. Silberner Kriegstalbuk. Ein silberner Reitnähterrauchen. Silberner Reittalbuk. Streitwider der Sturmlanzen. Hier haben wir Totenschwurs Todesstreitraus. So sehen eigentlich die Pferde der Untoten aus. Das war ein Boss, der das gedroppt hat in Scholomanze, also Scholomanze ist es, glaube ich, das war damals zu 60er Zeiten eine Instanz, eine normale, ist es heute immer noch. Boss droppt das Mounter zu einer super geringen Wahrscheinlichkeit, ich habe es auch durch Glück bekommen. Ich meine, ich habe das sogar damals, als sie das mit den Zusatzbeuten für Krieger, für Tanks und für Heiler eingeführt hatten, über den Dungeon Browser, da habe ich es, glaube ich, her, durch Zufall halt in so einem Beutel drin gehabt. Wir hätten hier eine turbogesteuerte Flugmaschine, leider nur ein Ingenieursmount und ich habe leider keinen Ingenieurskunst, um dass ich das noch reiten könnte. War früher damals zu 70er Zeiten eins meiner, also mein Main Mount, das habe ich eigentlich immer benutzt, war ziemlich cool. Gibt's halt auch schon ewig lang. Ein Turboschreiter hätten wir hier noch. Hier hätten wir jetzt die ultramarinblaue Quirei-Drohne. Und da hier ist die Besonderheit, dieses Mount kann man bei der Archäologie finden. Dauert ewig lange, bis man sich das erfarmt hat und ist aber auch ein sehr cooles Mount, benutze ich auch noch sehr, sehr oft. Also das sind so die Mounts, zwischen denen ich immer hin und her wechsle. Hier haben wir einen unlackierten Roboschreiter, einen violetten Protodrachen, eine weiße Reitziege, einen weißen Eisbär, der auch Zufallsglücksdrop bei einer Questreihe in Nordend war. Aber jetzt habe ich so viel schon geredet. Wir haben hier noch einen weißen Greif, einen weißen Kriegstalbuk, einen weißen Reittalbuk, einen weißen Widder und die X-53 Reiserakete. Damals zu Werbt einen Freund konnte man das bekommen, wenn man jemanden zu World of Warcraft Spielen verleitet hat. Oh, ich habe es damals geschafft und habe dieses tolle Mount bekommen und da kann man halt auch jemanden mitnehmen. Ist echt cool und man kann halt hier wunderbar durch die Gegend düsen. Ist eigentlich auch ein Flugmount das Ganze hier. So, und jetzt habe ich so viel geredet und so viel gelabert. Ich würde sagen, das war's mit der Folge für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao!